Stream. Wir machen heute mal was anderes, zusammen mit der Nubia. Hu. Wir spielen We Were Here, also wir waren hier. Und das so, ist ein Free-to-Play-Spiel auf Steam, ne? Was man zusammenspielen kann, Koop. Ja. So, und das ist eine Art Gruselspiel, wo man sich gegenseitig ein bisschen helfen muss. Und hi Kitty. Hi. Boah, bist du laut, Moment. Wieso bist du so laut? Ja, Kitty kann leider nicht mitspielen, weil das Spiel kann man leider nur zu zweit spielen. Wieso bist du so laut? So. Lupe, hörst du mich? Yep. Alles klar. So, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Play with friend. Ich habe dich eingeladen. Ja, das musst du wahrscheinlich noch zweimal machen. Wahrscheinlich. Jetzt so, du wärst jetzt drin. Jetzt habe ich Searching for Games. Und ich glaube, jetzt hören wir uns doppelt, ne? Keine Ahnung, hörst du mich? Ich höre dich irgendwo im Hintergrund jetzt. So, eigentlich hatte ich das komplett auf Null gedreht. Das ist super. Dieses Spiel ist. Aber ich glaube, das zählt im. Ich habe No Games Found, du musst mich übrigens nochmal einladen. Ich glaube, das zählt im Startdingens nicht. Ah, furchtbar. Ist noch nicht ganz perfekt, das Spiel. Okay, jetzt. So, dann mal ready in 5 Sekunden und dann gibt's den Anfang. So, da sind wir schon. Ja, jetzt muss man uns kurz gucken, ob der sich das gemerkt hat. Ja. So, nein, hat er nicht. Bei mir schon. Okay, jetzt haben wir's. So, also, ihr seht hier gerade ab und zu mal das Mikrofon aufpiepen. Das hier ist ein Koop-Spiel und ich hoffe, Nubia hört mich. Wir sind hier in einem Spiel namens We Were Here, also hier waren wir und ganz am Anfang hat man schon gesehen, wir sind quasi aus der Schneesteppe reingekommen, sind hier in so eine Kirche, Kathedrale, wie auch immer und wir sind jetzt hier getrennt worden. So, ich bin jetzt hier alleine und die Nubia ist drüben irgendwo in dieser Kathedrale woanders und wir müssen jetzt mit diesem Mikrofon hier arbeiten, um uns hier gegenseitig zu helfen. Genau, und ich habe hier schon mal wieder liegen mein Buch. Und da steht Between the Eyes im Blut geschrieben. Und ich habe hier eine Wand mit The Answer Lies. Also die Antwort lügt. Wir müssen ja jetzt nicht so tun, als ob wir haben es vorhin schon mal angetestet, um zu gucken, ob alles klappt und so. Also
ein bisschen wissen wir schon. Genau, er hat The Answer Lies und ich habe Between the Eyes. Das heißt, die Antwort liegt zwischen den Augen. Und ich habe hier eine kleine Wand, ein kleines Feld an der Wand. Und da sind verschiedene Augenfarben und Runen. Und ich schätze mal, The Answer Lies Between the Eyes würde ja ganz gut darauf passen. Deswegen sag mir mal, was du für Farben bekommen hast. Also, ich habe zweimal rot. Zweimal rot, okay. Dann ist die Rune das Wahlkreuz. Also das Ankreuz. Okay, ja, und so ein, das sieht aus wie so ein Haken und oben geht's nochmal ein Stück weg. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendwas ist passiert, aber nicht das, was ich wollte. Warum? Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Haken richtig war. Also das ist wie so ein Häkchen, ne? Wie so ein Nike-Häkchen. Das links. Da, ich habe zwei Häkchen. Ich habe einmal einen Haken. Dass man nochmal ein Stück weggeht, das links. Kitty, hör auf zu helfen. So, also ich habe hier zwei Haken. Einmal so ein Haken, was aussieht wie so ein S, was schiefgestellt ist, und einmal wie so ein Doppel-S. Ein Doppel-S? Naja, es geht halt von links nach rechts, dann wieder nach rechts unten, dann wieder hoch, dann wieder nach rechts, dann wieder hoch. Nee, stell dir einfach so ein Häkchen, einfach wie, so, wie wenn du was abhäkst und ganz oben rechts, wenn du es so wegschreibst, okay. Bringt es nochmal. Also ein Doppelhaken. Ja. Das hat funktioniert. Das war falsch, Kitty. Hör auf zu helfen. So. Okay, ich bin jetzt in einem neuen Raum. Ja, meine Tür ist auch aufgegangen. Okay, und ich habe hier eine Standuhr, die klopft ganz doll. Ich habe einen Teppich in der Mitte, ich habe vorne ein Bild. Und links habe ich Runen auf einer Tafel. Und unter dem Bild habe ich drei Plätze frei für Runen. Ja, dann beschreib mir mal das Bild. Okay. Wir haben hier eine Art Ente, also eine Gans, mit Entenfüßen und einem Schneckenhaus auf dem Rücken und ein Totenschädel auf dem Kopf. Warte. Also stell dir vor, ein weißer Schwan oder eine Gans mit langen, langen Füßen und einem Schneckenhaus auf dem Rücken plus Totenkopf. Okay, ja, ich sehe alle diese Elemente, aber... Ah ja, warte mal. Totenkopf, lange Beine mit Entenfüßen und ein Schneckenhaus. Und so ein buschiger weißer Schwanz. Genau. Okay. Die erste Rune sieht aus wie eine Schildkröte, die aufgespießt wurde. Schildkröte, ja, habe ich. Okay, das ist die erste. Hast du? Mhm, habe ich. Die zweite sieht aus wie eine Katze, die ihre Arme auseinanderstreckt, so ein bisschen. Ohne Beine? Ja, nur der Oberkörper. Habe ich. Die kommt in die Mitte. Genau. Und das rechte ist so ein Dreieck überhalb von der Skala und ein Pfeil, der auf das Dreieck zeigt, unterhalb der Skala. Ah, alles klar. Sieht aus wie eine Fernsehantenne. Hat geklappt. Okay. So. Oh Gottes Willen. Ich höre hier gerade irgendwas ganz, ganz Lautes. So, okay. Neuer Raum. Ich muss gucken. Ah, hier ist einer aufgegangen. Okay. Okay, ich habe hier Rohre. Es geht runter, da ist Wasser, da steht Orange. In lila Schrift oder in rosa Schrift. Ich habe hier ganz viel, ich kann ganz weit nach. Oh Gott. Ich habe hier einen Raum, der mit Wasser überschwemmt ist und bunte Rädchen. Ah, Orange, warte mal. Das Wasser steigt hier, ich brauche Hilfe. Ist was passiert? Nein, aber das Wasser steigt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sehr gut. Ich dachte, ich habe hier nämlich rot und gelb. Ich habe gedacht, wenn ich die zudrehe. Jetzt ist das Wasser weg. Oh, okay, dann war es vielleicht doch richtig. Okay, also es war eine Tür namens Orange mit rosa Schriftfarbe. Und ich gehe da jetzt einfach mal durch und komme in den nächsten Raum. Jetzt bin ich vor einer Tür mit einem Hebel. Sekunde, ich muss erstmal wieder zurücklaufen. Das ist pink, Hasi. Ja, das war pink. Ich drehe jetzt einfach mal am Hebel. Okay, das ist jetzt blöd. Wenn ich am Hebel drücke, dann öffnet sich hier das erste Fallgitter und gleich dahinter ist ein neues. Und das musst du dann wahrscheinlich irgendwie öffnen. Ich suche gerade. Bring down the guiding light. Ich habe gerade keinen Hebel.
Die heißt aber irgendwas mit Bring Down the Light. The Guiding Bring Light. Bring Down the Light. Ah, ich komme da rein. Okay. Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt hier? Jetzt bin ich in so einem Katakomben-Gedöns und ich stehe auf einer Art Kompassnadel. Sie zeigt nach Norden und da steht halt an der Wand Bring Down the Guiding Light. Norden. Jo. Gott, das ist hier unten wie ein Keller, ja. Mit vielen Rüstungen an den Wänden. Hier ist ein Buch, kann ich aber nicht öffnen. Hier ist auch ein Buch, kann ich auch nicht öffnen. Du bist im Norden. Ich bin... eigentlich bin ich im Süden. Ich bin im Süden reingekommen quasi. Und was siehst du? Eine Schriftzugzeit in den Ich sehe einen langen Gang nach rechts. Mindestens drei Kästchen lang. Nach links sehe ich eine Treppe, dann zwei Kästchen mit ganz vielen Gängen da weg. Und nach Norden ist zu. Also ich kann nur nach Osten und nach Westen. Oh Gott, das ist ein reines Labyrinth hier unten. Du kannst nach Osten und nach Westen. Und im Westen ist eine Treppe? Im Westen ist eine Treppe, direkt da, wo ich reingekommen bin. Dann gehen wir da hoch. Runter. So, jetzt bin ich unten. Ist da noch eine Treppe gleich? Ja. Ja, gehen wir da auch runter. Hoch. Oder hoch, meinetwegen. Da krabbelt was. Moment. Ich laufe jetzt den Gang entlang, als ich die Treppe hochgegangen bin. Und links von mir ist wieder eine Treppe. Geh nach rechts. Da ist was lang gekrochen. Okay, ich bin jetzt rechts lang gegangen, jetzt geht's wieder nach links. Ja. Und da ist ein Fallgitter. Und da kommst du nicht weiter? Ein blaues Fallgitter. Da komme ich nicht weiter. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Okay. Die Treppe weiter oder wieder zurück? Ganz zurück. Es wird dunkler hier drin. Bin wieder zurück. Okay, dann geh jetzt nach rechts. Nicht links Richtung Treppe, sondern nach rechts. So, jetzt geht rechts eine Treppe runter. Nein, weiter. Jetzt geht's nach links. Ja. Da war ein Hund. Okay. Jetzt geht's nochmal nach links, Treppe hoch. Ja. Jetzt geht's nach rechts, ja. Da läuft was. Okay. Und hier ist das Fallgitter offen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich da lang will. Da ist nämlich gerade was lang gelaufen. Treppe hoch. Ja, nach Treppe rechts. Hoch. Ja, genau. So, jetzt bin ich in einem größeren Raum. Genau, und jetzt geh mal geradeaus, da kommt irgendwo eine Treppe, aber bieg vorher links ab. Vorher links abbiegen, alles klar. Rechts wäre ein Fallgitter in grün. Ich kann mit dem Fallgitter nichts anfangen. Okay. Jetzt bin ich hier weitergelaufen und jetzt kann wieder nach rechts abbiegen. Genau, und dann als nächstes links eine Treppe. Alles klar, bin die Treppe lang. Und dann nochmal links. Und dann müsste rechts irgendwo eine größere Treppe oder so sein. Eine ist mit Fallgitter, also sind zwei Treppen. Eine geht rechts lang und die zweite geht auch rechts lang, aber die hat ein Fallgitter, rot. Ich weiß halt nichts mit den Fallgittern anzufangen. Das wäre jetzt der Weg, den du gelaufen bist, habe ich hier auf einer Map. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet. Also rechts sind zwei Treppen. Und ja. Die eine, die ist sehr, sehr dunkel und die andere ist verschlossen. Dann geh mal in die dunkle. Ich gehe in die dunkle Treppe. Hier sehe ich einen Scheiß. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Nee, da kann ich nichts machen, das ist Endstation. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Ich gehe zurück. Weißt du noch, wo der große Raum war? Also wieder nach links. Okay. Ja, bin in einem größeren Raum. Okay, und jetzt, aber jetzt nach rechts? Oh, da geht's nicht nach rechts. Hä, wo bist du jetzt hingelaufen? Ich laufe wieder zurück. Moment. Das wird hier immer dunkler, das ist gerade ein Problem. Ja, aber ich weiß halt nicht, was es ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ich habe mich verlaufen. Wo waren die großen Treppen, die beiden Treppen? Das ist eine gute Frage. Bist du in einem großen Raum? Ich bin in einem sehr großen Raum, 6 Felder. Lauf mal weiter und guck, ob da eine Treppe ist. Da ist eine Treppe. Lauf da hoch. Runter. Oder runter. Dann müsstest du rechts abbiegen. Links. Oh, links? Ja. Da ist gleich noch eine Treppe. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube, ich bin tot. Ich bin wieder am Eingang. Ganz am Anfang? Am Eingang? Ja, bin ganz am Anfang. Okay, dann geh mal so, als ob du reinläufst in den Raum, in das Ganze. Aha. Und lauf nach rechts. Aha, laufe nach rechts. Ja, dann ist nicht die Treppe, sondern nach links abbiegen. Okay.
wieder links die Treppe. Ja. Geradeaus und dann rechts die Treppe. Okay, Moment. Lenkungsgröße für 3 Minuten. So, Treppe hoch, machen wir gleich. Genau, und so, dann jetzt bin ich in einem größeren Raum. Ja, genau, und einfach geradeaus laufen Richtung Treppe. Laufe geradeaus. Und dann Treppe nach rechts hoch. Die Treppe, da müsste es runtergehen. Okay. Treppe hoch. Und hier ist dunkel. Und da kommst du nicht weiter. Da komme ich nicht weiter. Da ist ganz duster. Es gibt hier nämlich 3 dunkle Treppen und ich dachte, das geht vielleicht nach unten und deswegen heißt das bei Bring Down the Light, dass du dann in einer dieser Treppen runterlaufen musst. Bring Down the Guiding Light, ja, keine Ahnung. Hast du denn überhaupt ein Guiding Light? Nein. Ich kann hier auch keinen. Oh, ich kann die Dinger ausmachen, die ganzen Lichter hier. Und dann? Sind so dunkel. Ich guck mal gerade, ob irgendwo. Oh, rausgetappt. Ob irgendwo in dem Spiel steht, oder ob irgendwo auf einem von diesen Büchern steht, dass es nach jemand, der im Süden startet oder so. Okay, ich gehe nochmal zurück. Und der liebe Hose, vielen, vielen Dank fürs Subscriben. Dankeschön. 11 Monate, alter Schwede Hose. Dankeschön. Und doch, Harald von Horn, 3 Monate. Genau, Harald von Horn ist auch da, 3 Monate. Und der liebe Schwarik, ebenfalls 3 Monate, alter Schwede. Harald, Schwarik, Hose, Dankeschön. Ich bin wieder am Eingang. Ich habe nur Ost und West, ich habe nichts für jemanden, der im Süden startet. Pff, ja, ist nicht so gut. Bring down the guiding light. Wenn ich das hier ausmache... dann ist dunkel. Aber warte mal, hier laufen gelbe Laternen. Ich laufe einfach mal den gelben Laternen nach und mach die einfach mal aus. So, machen wir einfach mal weiter hier. Ne? Ich mache jetzt einfach mal alle gelben Laternen aus, die ich finde. Weil manche sind orange, manche sind gelb. Ich fühle mich hier unten irgendwie nicht wohl, wenn hier alles düster ist. Die sind orange. Die sind gelb. Irgendwie sind die alle gelb. Irgendwie ist das verwirrend. Vielleicht müssen wir doch in the western corner lies your start. Vielleicht musst du einfach mal dahin gehen. In the western corner können wir machen, wenn ich wieder den Weg zurückfinde. Ich weiß halt noch nicht, also die Bücher die sind grün. Das ist orange, aber ich weiß nicht, ob die Farben... Ich habe nur grün und orange. Ich glaube nicht, dass die Farben eine Bedeutung haben. Also ich habe hier dauernd irgendwelche Fallgitter, die sind mal grün und mal orange. Ja, aber ich habe hier halt noch überhaupt nichts von Fallgittern gesehen. Die haben auch... Die Bücher haben verschiedene Runen auf... Nee, warte mal, ist das die gleiche Rune? Nee, ist die gleiche Rune, okay. Jetzt habe ich natürlich mein ganzes Lämpchen hier ausgemacht. Und nochmal, ich kann die Filmrolle da oben reinlegen und dann spielt die was ab, aber allerdings steht da World's Greatest Chess Moves und ich weiß nicht, ob mir das irgendwas bringt. Noch nicht. Oh, ich habe hier einen Pull-Lever. Ach lol, die Dinger sind alle wieder an. Die okay. Lämpchen. Oh, vielleicht habe ich das aber jetzt nicht gerade mit dem Lever gemacht, oder? Mach mal nochmal den Lever. Ich glaube, das Spiel ist einfach nur verbuggt. Okay, egal. Ich bin jetzt wieder am Start. So, wo sollte ich hin? Warte mal, ich mach mal kurz das mit der mit der Filmrolle. The film, make sure you have power, okay. Also hier ist ein Buch, steht von The Western Start. Und der Western Start ist ja die... Oh, warte mal, wenn ich hier auf das Bild... Ich habe jetzt plötzlich, hier leuchtet jetzt plötzlich was auf der Map. Was hast du gemacht? Nix, ich spiele nur an den Fackeln rum. Die Map leuchtet plötzlich mit grün, rot, blau und weiß. Und du musst... Hä, was ist das denn? Es leuchtet jetzt da, ganz am Eingang leuchtet es jetzt plötzlich weiß. Kannst du mal laufen? Ja, ich laufe die ganze Zeit schon. Okay, na dann sehe ich dich nicht, okay. Weil aber ich kann Fackeln anmachen. Ich habe Kreuze und sowas alles. Ich glaube, du kannst Kreuze anmachen, um zu gucken, wo du rüberkommst. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin nach links gelaufen in den größeren Raum. Okay, lauf mal wieder zurück. Okay. Und bieg da rechts ab, wo eine Treppe ist. Okay. Da bist du jetzt in einem Raum, ne? Ich muss laufen. Jetzt bin ich in dem Raum. Mach mal da, ist da eine Fackel oder sowas? Da ist ein Hebel. Ja, mach den mal. Gepult. War ein blauer Hebel. Ja, es müsste sich ja irgendwas getan haben. Lauf irgendwo mal jetzt, muss ein blaues Ding geöffnet werden. Lauf mal jetzt raus, nach rechts. Aha. Dann geradeaus. Aha. Die Treppe. Und was ist da? Aha. Da habe ich jetzt einen langen Gang mit einem blauen Ding, was zu ist.
Und ist zu gut oder ist zu schlecht? Weiß ich nicht, ich komme jeweils nicht durch. Du kommst nicht durch, okay. Dann geh mal zurück. Aha. Und mal mach den nochmal. Das wird irgendwann duzterer hier. Ja, ich weiß, aber ich sehe das jetzt erst zum ersten Mal. So, pulle Hebel. Okay. Und jetzt lauf von da aus nach links. Okay. Bin wieder am Start. Lauf die Treppe runter. Nee, geh mal nochmal kurz zurück und mach nochmal den Hebel um. Ach so, okay. Du musst nochmal schnell den Hebel machen, weil du brauchst oben was, um dann unten was zu machen. Oh nein, die Dinger werden... Ich sehe die Dinger nicht mehr. Die werden blasser. Hast du den Hebel? Ja, yep, Hebel gerade umgelegt. Dann geh aus dem Raum, lauf nach links. Ja, laufe. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, wo was war. So, bin im Raum. Ja, nach rechts. Ja. Dann wieder nach rechts. Okay. Dann geradeaus da oben die Treppe hoch. Okay. Und rechts den Hebel ziehen. Ja, grüner Hebel. Dann geh nach unten wieder zum blauen Hebel. Lauf mal wieder zum blauen Hebel. Ich laufe wieder zum blauen Hebel. Ah ja, okay, jetzt. Hier war was Blaues, alles klar. Das war richtig. Genau. Jetzt musst du nämlich den blauen Hebel wieder ziehen, damit du jetzt geradeaus dann den anderen Weg, wo du vorhin gesagt hast, da ist jetzt was zu, dass du da dann langkommst, musst du den blauen Hebel jetzt wieder ziehen. So, ich bin jetzt gleich beim blauen Hebel. So. Dann lauf aus dem Raum jetzt nach rechts. Okay. Und dann den Weg da lang, bis du in einem großen Raum stehst wieder. Treppe hoch. Rechts. Ja, ist offen. Genau. Jetzt in den großen Raum und dann nach rechts. In den Raum, in den kleinen Raum. Ich glaube, da war das jetzt. Moment. Rechts, Treppe runter. Kleiner Raum. Ist da ein roter Hebel? Ich suche, ja. Mach den. Okay. Und jetzt. Ich sehe halt jetzt die Dinger nicht mehr, wie die jetzt sind. Weil jetzt, da hast du oben die Tür freigeschaltet, durch die du durchgehen musst. Ganz zum Schluss, ganz im Norden die. Gut, aber ich weiß ich aber nicht, wo ich jetzt lang muss. Ja genau, weil jetzt ist die Frage, irgendwo war nochmal was Grünes. Lauf mal jetzt geradeaus wieder, also aus dem Raum raus und geradeaus. Hier gibt's drei Ausgänge. Treppe? Geradezu meinte ich einfach. Keine Treppe. Okay, geradezu, dann rechts. Genau, nach rechts und dann nach links. Treppe, rot. Ja, und da ist jetzt rot. Böse. Das ist jetzt zu, okay. Weil jetzt ist oben, du könntest jetzt von links, glaube ich, rauf. Allerdings bräuchtest du jetzt, lauf mal wieder zurück. Ich laufe zurück. Und dann wieder in diesen einen großen Raum. Moment, also erstmal zurück. Moment, jetzt links. So, hier wäre was Grünes gewesen. Jetzt bin ich hier in so einem großen Sechserraum und ich weiß nicht mehr weiter. Genau, und jetzt nach rechts die Treppe. Zurück zum Start. Okay. Treppe. Links. Hier ist blau. Und da kommst du aber durch, ne? Ja. Ja. Ich gehe Treppe runter. So, bin jetzt fast wieder am Start, glaube ich. Genau. Ja. Und jetzt lauf mal wieder in den Hebel runter und dreh den blauen Hebel um. Moment, blauer Hebel? Genau. Du müsstest jetzt, du bist jetzt nach links abgedreht. Nochmal nach links, da war wieder eine Treppe, ne? Moment, jetzt bin ich hier gerade wieder am Start. Wo war der blaue Hebel da? Okay, ich bin jetzt beim blauen Hebel. Rechts, genau, dann machen wir nochmal den blauen Hebel. Du weißt schon, ich merke mir die Gänge nicht, ne? Ja, ich merke mir halt die Farben jetzt gerade schlecht. So, blauer Hebel. Jetzt geh auch wieder raus aus dem Raum. Aha. Und geh nach links. Laufe. Die nächste Treppe hoch. Aha. Nach rechts die Treppe. Aha. Geradeaus laufen und dann nach rechts nicht die Treppe, also nicht da, wo die Treppe ist. Dann wieder nach links. Moment, wenn ich jetzt hier... Achso, ja, rechts, dann links und jetzt ist nochmal eine Treppe. Genau, Treppe. Und jetzt kommst du da hinten, kommst du gerade zu... Hebel. Ja, kommst du die Treppe da hinten hoch oder ist da was Grünes im Weg? Moment. Treppe? Welche Treppe? Da ist grün, ja. Kommst du da durch? Öffnen. Die kannst du öffnen. Moment, ist ein Hebel. Jo, ist offen. Öffne die und dann lauf die erste Treppe, die du siehst links. Du bist jetzt wieder bei der Doppeltreppe. Okay. Lauf die erste Treppe runter. Ja. Checkpoint reached. Aber die Tür ist, ja, ist offen. Ach, guck mal, ein Schachfeld. Das Schachfeld, na großartig. Okay, also ein riesiger Raum mit einem Schachfeld und einem kompletten Set aus weißen und schwarzen Figuren.
Da hinten habe ich einen Generator. Es wird verdammt kalt hier drin. Das ist nämlich offen. Der Generator, kannst du was mit dem Generator machen? Ich will hoffen, dass ich den anmachen kann. It is frozen. Oh Gott. Okay. Press the interaction button when the dial is in the right line. Okay. Wenn es grün ist, muss ich drücken. So. Kann ich noch was machen? Weil ich habe hier die diese Filmrolle mit den Greatest Chasmus und der sagt mir, ich muss die Power und dass der Film gewunden, also rewound ist. Aber ich weiß nicht, wie ich das mache. Moment, ganz kurz. Ich musste noch den Generator hier anmachen. Und ich hoffe, jetzt wird's warm. Mann, ist das laut hier. Oh. Ja, mehr kann ich nicht machen. Der Generator ist an. Und ich glaube, ich kann die Figuren jetzt bewegen. Ja, ich kann die Figuren jetzt bewegen. Okay, warte mal, ich hab den Film. Vielleicht hab ich den Film. Ja, ich muss mich bewegen, sonst bin ich tot. Oh, oh. Oh Gott, okay, weißer Bauer. Ich glaube, ich musste die Schachmoves sagen und du musst die machen. Ich muss nochmal neu, das muss man nochmal neu machen. Ich weiß nicht, wie. Kannst du das so schnell machen? Sag mir einfach, welcher Bauer von links. Was? Nein, ich muss das nochmal machen, das geht nicht. Stopp, stopp, stopp. Hör auf, Film. Es wird hier verdammt kalt. Ja, Mann, hör auf, mir Stress zu machen. kannst du nochmal Power machen? Läuft, aber ich erfriere hier. Okay, pass auf, wir gehen von weiß aus. Ja, von links, bitte. Der Bauer, der fünfte von links, geht zwei Schritte nach vor. Und der schwarze gegenüber geht auch zwei Schritte vor. Dann geht der, ach Mann, ich kenne die ganzen Namen von denen nicht. Der Läufer geht nach links. Ich habe keine Ahnung, wie ich dir das sagen soll. Das geht viel zu schnell. Also ich habe jetzt die Bauern bewegt. Ja, jetzt sind die schon, aber... Ja, die haben schon, danach geht der Läufer. Und dann kommt von schwarz wieder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Moment, welcher ist hier von denen der Läufer? Oh, ja, Gott, genau. Das müsste die dritte Figur sein, ne, von außen. Ja. Der so schräg läuft. So, und welcher Läufer wäre das gewesen? Warte mal, ich lass den Film nochmal laufen. Also wieder die Bauern. Jetzt gleich vorbei. Dann der Läufer von weiß, der geht nach links, der bewegt sich diagonal links vier Schritte. Also, nee, drei Schritte. Dann geht der Bauer von schwarz, der zweite von links, geht nach zwei nach vorne. Dann bewegt sich der König zwei schräg. Ich kann die nicht mehr bewegen. Ja, genau. Also hier gibt's einen Ritter, hier gibt's einen Bischof, einen König, eine Queen, einen weiteren Bischof, einen weiteren Ritter und einen Rook. Das wird wohl der Turm sein. Ganz kurz, kultgaming.de hat gerade eben gefollowt und gleich subscribed. Ich danke dir, Kultgaming, ich danke dir. Dankeschön. Genau, der Bauer bewegt sich, zwei nach vorne, das war der erste Schritt. Guck mal jetzt den fünften und dritten Mal an, dann der schwarze zwei. Dann der mit dem Kreuz im Turm bewegt sich drei Schritte diagonal nach links und der Bauer von schwarz geht einen Schritt nach vorne, der zweite von links. Dann bewegt sich der König zwei diagonal nach rechts und das Pferd von schwarz bewegt sich auf sechs. Ich sehe die Buchstaben nicht, C6. Die sehe ich auch nicht, ich habe hier keine Buchstaben. Oh, das wird übel, das wird richtig übel, weil ich... Ich sehe absolut gar nichts mehr. Ist alles, ist weiß, alles weiß oder was? Ich sehe nichts mehr, ich bin tot. Also starte das gleich sowieso neu. Ja. Und Alter, ist das laut. So, also ich bin jetzt gleich tot. So, welche Figur ist denn jetzt die zweite? Die zweite ist der Läufer, die mit dem Kreuz im Turm. Ja, sagt mir nichts. Welcher ist das von links? Der rechts, von links, also die gibt es zweimal links. Der dritte von rechts. Links. Immer von links gesehen. Hä, wie von links? Ich stehe hinter weiß und welcher ist es? Aber den gibt's doppelt auf jeder Seite. Ja, ist doch egal. Welchen soll ich nehmen? Den rechten. Den rechten. Und welche Figur ist das? Der erste, der zweite, der dritte? Von links? Nein, von rechts. Ja, aber du sagst die ganze Zeit von links. Ich muss den Film nochmal neu starten. Der bricht immer ab. Der geht nur irgendwie 10 Sekunden oder sowas. Warte, von rechts ist der dritte. Der mit dem Kreuz im Turm. Okay, und der kann nach links laufen. Der läuft links, ja, drei Schritte diagonal nach links. Dann läuft der Bauer von schwarz ein Feld nach vor, der zweite von links.
Und dann der König von Weiß, diagonal zwei Schritte nach rechts. Moment, ich bin jetzt beim Bauern. So, der läuft zwei Schritte vor. Ja, warte, ich muss den Film nochmal neu starten. Der kann nicht zwei Schritte vorlaufen. Nee, einen nur. Oh, dann habe ich gerade was kaputt gemacht. Wie? Ja, hat alles nochmal von vorne gefallen. Ah! Und ich sehe halt nichts. Dann stirb doch endlich, dann können wir neu starten. Kann ich nicht irgendwie mein Sichtfeld freiwischen? Okay, also, der erste Bauer. Welcher war das? Der fünfte, der Weiße, ne? Der fünfte von links bei Weiß. Geht zwei Schritte nach vorne. So, dahinter jetzt der Läufer. Also nee, warte, du musst aber erst schwarz setzen dann. Genau, schwarz. Schwarz. War auch der Bauer gegenüber. Läuft auch zwei Schritte nach vorne. Ja. Ich muss den Film rewinden, warte. So, dann das dritte Figürchen. Nee, das zweite Figürchen. Welches war es denn? Nee, dann läuft der Läufer von Weiß, der dritte von rechts. Aha. Der mit dem Kreuz im Turm, ja. Läuft drei Schritte diagonal nach links. Eins, zwei, drei. Ja, er läuft. Jetzt muss ich kurz warten, bis ich den nächsten Schritt sehe. Warte. Dann läuft der Bauer von Schwarz, der zweite von links, läuft einen Schritt nach vorne. Um den zu schlagen, alles klar. Aber ich um kann den zu den schlagen. Nein, nicht um den zu schlagen. So, ah nee, kann er nicht. Okay. Er ist jetzt einen Schritt vorgelaufen. Ja, jetzt muss ich den Film nochmal rewenden, warte. Okay, warte. Und ich bin tot. Oh, und du bist tot. Okay, wir machen das gleich nochmal Schritt zu Schritt. Schritt für Schritt. Man hört dich gerade doppelt. Sorry, dich auch. Nur am Stiel. Okay, wo war das nochmal? Okay. Wo bist du jetzt? Du bist wieder bei dem Schachding, oder? Genau. Okay, ich muss die Rolle holen. Dann hol mal die Rolle, dann vorher gehe ich noch nicht raus, da. Das ist mir zu kalt. Okay, ich brauch dann nämlich von dir die, warte mal, wo ist denn die Film? Ah, oh, die hat den nicht mitgenommen. Ich brauchte nämlich dein Generator-Power, ansonsten kann ich die Filmrolle nicht starten. Alles klar. Ich brauch jetzt die Power. Okay, ich betrete. Ist frozen solid, ja, schön. Ich mach den Generator an. Dauert ein bisschen. Das ist wie so ein Skillcheck von Dead by Daylight. Echt? Ja, ist furchtbar. Nur sehr viel langsamer. So, jetzt. Rotate the lever. Ja, habe ich gemacht. Okay. Okay, warte, ich rewinde den Film. Genau. Start ihn. Okay. Mal gucken, ob es das gleiche ist oder jetzt was anderes. Wollen wir hoffen, dass es das gleiche ist. Es ist das gleiche, okay. Der Bauer, weißt du noch? Ja, der andere auch zwei vor, genau. Der schwarze. Dann der Läufer geht drei diagonal nach links von Weiß. Okay. Und der Bauer, der zweite Bauer von links bei Merkt Schwarz geht eins nach vorne. Ich bin noch nicht so weit. Drei waren es, ne? Ja. Ist der vor, genau. Und der jetzt gegenüber, der Bauer, der... Nee, nicht der gegenüber, der zweite von links. Ah, der zweite von links. Der geht eins, der geht eins nach vorne. Hab ich. Ich muss nochmal den Film neu starten. Gott, das wird ein Horror. Das ist nicht viel, das sind nur fünf Schritte oder sowas. Es passiert nicht mehr viel. Der geht gleich schachmatt. Okay, jetzt geht der Läufer hier, ich sehe das gerade nochmal. Dann bewegt sich der Bauer. Dann geht der König, also die Krone, ich weiß nicht, ob das der König oder die Queen ist, von Weiß, geht zwei nach rechts diagonal. Die große Krone. Die richtig aussieht wie eine Krone. Das ist die Königin. Okay. Zwei nach rechts. Zwei nach rechts diagonal, genau. Okay. Jetzt muss ich den Film nochmal neu starten. Als nächstes ist schwarz dran. Ja. Okay, das Pferd. Das Pferd links von Schwarz setzt sich rechts neben den Bauern. Rechts neben den Bauern? Genau, es geht halt zwei und dann nach links von sich aus gesehen. Nein, das war falsch. Nein, das war richtig. Das war falsch. Es setzt sich links neben den Bauern, der da eins vorhin vorgegangen okay, ist. Okay, nochmal.
Der fünfte Bauer hat 2 vor, der andere auch 2 vor. Ich sehe wieder einen Scheiß. Dann geht der Läufer von Weiß. Der Läufer von Weiß. Dann geht der eine Bauer 1 vor von Schwarz. Der zweite von links. Genau. Die weiße Königin geht diagonal nach rechts. Wie weit? 2 diagonal nach rechts. Okay, jetzt welches Pferdchen? Das von Schwarz, das linke, wenn du von Weiß aus guckst. Ah, wenn ich von Weiß aus gucke? Ja. Okay, ja, ich kann immer hin und her laufen, so. Okay, und der jetzt neben den Bauern, links daneben oder rechts daneben? Der setzt sich von Weiß aus gesehen rechts neben den Bauern. Okay. Jetzt muss ich warten, bis der Film soweit ist, warte. Die Königin, die weiße Königin, geht jetzt von ihrer Position aus bis zu den Bauern geradezu von Schwarz und schlägt ihn. Okay, jetzt weg. Und jetzt muss ich den Film nochmal gucken, warte. Naja, jetzt muss der König ja was machen. Naja. Ich sehe nicht mehr viel. Ja, ich muss den Film gucken bis zu dem Zeitpunkt. Ich sehe den Schatten von meinem Walkie-Talkie auf der Leinwand. Hilfreich. Okay, warte. Der schlägt jetzt gerade. Das hört auf danach. Danach hört der Film auf. Ja, weil der König jetzt die Dame schlägt und... Jetzt er hier. Ich darf ihn nicht bewegen. Ich habe jetzt geschlagen und jetzt hört's auf. Kannst du irgendwo rausgehen aus dem Raum? Ja, weiß ich nicht, sehe nichts. Ich sehe absolut gar nichts. Aber hier passiert nichts mehr, also das war's. Der Film ist danach vorbei. Also ich habe jetzt mit dem König da gerade eben die Dingens geschlagen. So. Weil jetzt müsstest du ja dran sein. Ne, du? Nein, auch nicht. Was? Meine Dame ist halt tot, das ist doch halt dumm. Ich verstehe das nicht. Die Sache ist, was passiert jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich kann absolut gar nichts machen. Eigentlich müsste der Ritter jetzt doch den König schlagen können. Aber es funktioniert nicht. Du musst das Schachspiel jetzt fertig spielen? Ja, anscheinend. Vielleicht hättest du dich den nicht die Königin schlagen sollen, sondern einfach von da aus gucken. Ah nee, hier ist was aufgegangen. Oh, okay. Ja, ich bin raus. Die Tür habe ich halt einfach nicht mehr gesehen. Errungenschaft freigeschaltet, Grandmaster. Und bei mir waren es Eisphysics. So, jetzt bin ich hier in einem Raum. Und in dem Raum sind sehr viele Stacheln rechts und links. In der Mitte ist ein riesiges Feld. Und ich schätze mal, wenn ich auf das falsche Feld drücke, dann bin ich tot. Und vor mir sind mehrere Runen. 5 Stück. In einem Buch. Du bist in einem dornigen Raum? Also, ich habe jetzt hier ein großes, ja nochmal so ein Schachfeld quasi, mit 5x5 Feldern und rechts davon sind Stacheln, links davon sind Stacheln. So, ich schätze mal, wenn ich jetzt auf eines dieser 5x5 Felder gehe, bin ich tot oder eben ich lebe. Und das hängt wahrscheinlich von den Runen hier ab, die hier auf meinem Buch hier sind. Was hast du denn für Runen? Ich habe von links nach rechts einmal eine, ja, wieder so eine Katze, aber nur den Kopf. Dann habe ich einen, ja, gemalten Penis. Ja, ja. Dann habe ich ein, ich weiß nicht, das ist so eine Art Berg mit einem Ballon dran. Das ist das, was ich vorhin beschrieben habe als Quadrat mit dem Angelhaken drin und dem Kreis mit dem Kreuz dran? Nee, ist kein Quadrat. Ja, aber, also es ist aber so abgerundet rechts, neu. Ne? Das ist, halt ein Bogen, ne, wie ein McDonald's-Bogen, nur einer davon. Und da drin ist halt so ein Ballon oder ein Lutscher. Ja, okay. So, daneben haben wir ein Männlein oder eine Art Kerzenhalter. Ah, rund. Und unten, das ist ein Dreieck, also ist eckig? Nein, unten? Das ist rund. Rund, okay. Und dann habe ich ein Häuschen. Also wieder dieses eckige Haus. Ich guck mal, ob ich ein Buch finde, was so aussieht. So, vielen Dank an alle neuen Follower.
Oh, ich glaube, ich hab's. Mit dem. Warte mal, hat der Katzenkopf diesmal die Arme so seitlich? Oder ist das eine Ebene und dann nur der Kopf drauf? Genau. Okay, und das Haus rechts sieht aus, als ob es erschreckt ist, mit Härchen an der Seite. Okay, ich glaube, dann habe ich das Richtige. Alles klar. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich es gedreht kriege, dass ich es lesen kann. Before one starts in the east, take one step westwards. Okay, east. One step. Moment. Ich bin hier im. Wenn da Norden ist, dann bin ich tatsächlich im. Weiß ich gar nicht. Was ist denn das jetzt? Ah! Das ist das einzige Buch, was passt. Du musst im Osten sein. Geh einfach nach Westen. Ein Stück. Okay. Einen Step nach Westen. Ich bin tot. Okay. Okay, dann warst du es nicht. Warte mal. Jetzt haben wir noch so ein Buch? Okay, das ist es auch nicht. Das verstehe ich nicht. Das sind die einzigen Bücher, die ich habe. Sag das nochmal, was da stand. Da steht. Warte mal, welches war es das da? Also ich starte anscheinend wieder im Süden. Nee, aber das geht nicht. Hier steht Before One. Das ist das einzige Buch, was zu deinen Runen passt. Toll. Und da steht, ich habe jetzt neue Runen. Oh, okay. Welche? So. Also, von links nach rechts eine Katze, die sich freut, ohne Beine. Aha. Dann ein. Lange Beine? Keine Beine. Keine Beine, okay. Was sonst? Die hat einfach nur einen runden Körper. Nee, ich meine, die nächste Rune, sieht das aus wie einfach ganz lange Beine? Nein, die nächste Rune sieht aus wie ein. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Das ist wie die Katze daneben, nur mit einem Strich in der Mitte von links nach rechts und oben hat er noch eine kleine Antenne dran. Das ist halt wieder so ein Berg mit Antenne. Okay, warte mal. Ist die Katze dick oder nicht? Die ist ziemlich dick. Ja. Okay, was ist das nächste? Die sieht auch aus wie eine Katze, also wie der Körper der Katze, nur hat einen Strich von links nach rechts in der Mitte. Und da, wo der Katzenkopf sein sollte, ist eine Antenne. Ohne Arme. Ein Berg mit einer Spitze. Ein Berg mit einem, ja, mit einer kleinen Fahne drauf oder einer Antenne. Sieht aus wie ein Daumen. Kannst du nochmal, du hast als erstes eine dicke Katze. Eine dicke Katze, dann kommt ein Daumen mit einer Antenne dran oben. Ja. Dann kommt ein sehr eckiges Männlein, Strichmännlein. Mit einem flachen Kopf? Mit einem flachen Kopf. Und ist da so ein Dreieck? Also hat der so Arme, die wie ein Quadrat aussehen, bloß unten fehlt ein Strich dann. Okay. Genau. Und dann habe ich so ein Männchen, was Hanteln macht, so Strichmännchen. Sieht aus wie ein Kerzenständer? Sieht aus wie ein Kerzenständer. Okay, und unten ist ein flacher, der steht auf so einem flachen Ding, ja? Genau. Okay. Und rechts daneben ist ein Schiff mit sehr großen Türmen drauf und die werden immer größer. Ja, okay. Könnte das sein hier. Habe ich aber gerade auch schon gedacht. Starting in the far west corner. One Moment. Moves north. Far west corner. Wenn hier Norden ist, dann ist hier Westen. Okay, ja. Und da steht jetzt One moves north thrice. Ich habe aber keine Ahnung, was thrice bedeutet. Ich auch nicht. Mag das mal jemand nachschlagen? Ich weiß nicht, wie es geschrieben wird. Du musst nachschlagen. Also dreimal, okay. Okay, ich bin jetzt ganz in der westlichen Ecke und laufe jetzt dreimal nach... Dreimal nach Norden. Okay. Jetzt einmal nach Süden. Einmal nach Süden wieder. Oh, ja. But not before taking two steps east. Continue towards... Warte mal, ich muss das mal ganz kurz durchlesen. Starting in the far west corner, one moves north thrice. Take one step south, but not before taking two steps east. Continue towards the eastern wall. Then head toward the end of it all. Okay. Also, drei nach Norden, ganz im Westen. Bist du gerade gestorben? Nein, ich bin jetzt gerade komplett in der Mitte. Okay. Ganz Westen. Ich frage mich halt gerade, heißt es take one step south, but not before? Oder but not before taking two steps east, continue towards the eastern wall. Gehört das zusammen oder gehört das andere zusammen? Weiß ich nicht, aber wenn ich gehe jetzt einfach mal nach Osten. Wie weit? Was? Wieso nach Osten? Weil bist du jetzt steht, one step south? Ich bin jetzt ganz am Anfang, drei Dinger weiter. Was? Ich bin ganz am Anfang, im Westen gestartet, drei nach vorne.
3 nach vorne, ja. Und dann steht da, take one step south, but not before taking two steps east. Also ich muss jetzt 2 nach Osten. Süden. Nach Osten. 2 nach Osten, ja. Genau. Und 1 nach Süden. Und 1 nach Süden. Okay, hat funktioniert. Continue towards the eastern wall. Okay. Bin jetzt ganz östlich. Then head toward the end of it all. Okay, hat funktioniert. Tür ist offen. South Pole, Errungenschaft freigeschaltet. Bei mir ist Z in NASA. Ja, ich bin jetzt hier in einem Raum. Oh, da oben ist eine Tür aufgegangen. Ich habe hier 2 Ausgänge. Und ich habe jede Menge Hebel. Ach du Scheiße, was ist denn hier? Ich bin im Schultheater. Ja, ich auch. Ich bin aber hinter der Bühne. Ich bin vor der Bühne. Okay, ich sehe, links kann ich was aktivieren, rechts kann ich was aktivieren. Dann habe ich hier einen Schalter namens Blood Light, der ist auch wirklich knallrot. Toggle Red Light, also ich schätze mal, damit geht die Show los. Und dann habe ich hier Szene 1, einen Schalter. Und dann habe ich eine Falltür, da schätze ich mal, geht's raus. Und dann habe ich hier 6 Hebel, die ich drehen kann. So, das heißt, ich muss wahrscheinlich vorher irgendwie irgendwas vorbereiten, dann Szene 1 drücken, dann muss ich was vorbereiten, dann rotes Licht. Ich kann hier tatsächlich überhaupt nichts machen. In diesem Raum. Dann testen wir es einfach mal. Oh. Ich habe jetzt. Oh, doch, ich kann die Türen aufmachen. Warte mal. 3, 4 Türchen. Ich habe auch eine Falltür hier. Okay. Kann ich die Falltür aufmachen? Nee, ist locked. Was passiert bei dir? Ich kann hier. Ja, ist auch locked. Ich habe hier so ein. Warte mal, ich kann mir einen Rekord anhören. Alter. Mhm. Da kam gerade eine creepy Figur hinten vom Himmel gefallen. Oh Gott, die spielen hier was. Oh nein, es wird dunkel. Okay, ich darf da nicht hin. Okay, ich hab's verstanden. Hier ist jetzt eine weiße Tür aufgegangen. Also da hinten ist eine gruselige Figur mit weißen Augen vor der Tür im Zuschauerbereich runtergefallen. Und dann kam hier ein weißer Torbogen rausgefahren. Ja, den habe ich gerade runtergefahren, Schiene. Ja. Den habe ich gerade runtergefahren. Und jetzt spielt Musik im Hintergrund. Oh Gott! Oh, da kam eine Person auf der ersten Schiene, kam jetzt ein Mann rausgefahren. Ja. Ich fahre einfach mal alles runter. Oh, da kommt eine Frau. Okay. Da kommt ein Kämpfer mit dem Schwert. Und da kommen 3 Leute. Okay. Kommt das alles von dir? Das kommt alles von mir. Jetzt müsste noch eine Sache kommen. Nee, die kann ich nicht. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Ist was passiert? Nein. Passiert was? Oh Gott. Oh, da ist ein rotes Licht auf den einen Mann und das Vieh hat sich bewegt. Mit den leuchtenden Augen. Der linke Mann vorne in der ersten Schiene, da wo auch die Frau ist, der hat plötzlich ein rotes Licht auf dem Kopf. Der leuchtet komplett rot. Okay. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade gemacht habe. So, was ist, wenn ich hier dran drehe? Da geht der Torbogen weg. Okay, der muss bleiben. Schätze ich mal. Du musst mir halt sagen, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was du machen sollst. Was passiert, wenn ich hier dran drehe? Da geht der Mann weg, der in der vorderen Reihe steht, der im roten Licht war. Okay. Ich schätze mal, der muss da bleiben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es darstellt. Ich sehe es halt von hier aus nicht. Naja, es sind halt... Also du hast halt hier eine Frau in so einem pompösen Kleid mit Krone und daneben steht ein Mann in Rot. Der ist der, den du gerade weggefahren hast. Im Hintergrund siehst du einen Torbogen. Da steht der Mann, der vorne links auch steht, mit einem Schwert und Blut, als ob er kämpfen würde. Und im Hintergrund sieht man 3 Leute. Einer davon ist so ein Clown oder halt so ein... Naja, halt so ein Clown. Und 2 Leute, die sehen aus wie Dorfbewohner oder sowas. Und die sind ganz hinten auf der Schiene. Und im Zuschauerraum hängt halt irgend so ein schwarzes Ding von der Decke mit leuchtenden Augen. Und wenn ich dem zu nahe komme, dann wird mein Feld schwarz. Also mein Blickfeld. Jetzt hast du die 3 Leute weggezogen. Mhm. Ich fahre alles nochmal runter. Mhm. So, ich schätze mal, ich muss eine Szene spielen. Ich weiß noch nicht welche. Jetzt ist der Mann da und der Torbogen noch. Genau. Ah, ja. Oh, das Vieh hat sich wieder bewegt. Alter, ich finde ihn so creepy.
Aber das war ich nicht. Doch, der bewegt sich immer mal random, wenn du irgendwas wegziehst. Vielleicht ist das richtig oder vielleicht ist es falsch, weil er kommt immer näher und ich glaube, er ist tot. Okay, näher ist tot. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Falsche runterfahre, dann bewegt er sich zu dir. Ja, der kommt immer näher. Bewegt er sich jetzt gerade? Nein. Okay. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Also wir müssen anscheinend das hier spielen. Ich hab da hinten noch... Oh Gott, kam der gerade näher? Ich weiß es nicht. Ja. Ich hab halt keinerlei, Ich auch nicht. Ich sehe auch nichts weiter als du. Das Einzige, was wir machen können, ist Musik spielen. Oh Gott. Oh, ich höre das Märchen. Okay, Das ist mega laut. Ich muss laut... Warte, ich muss es mega leise. Ist immer noch leise. Ja, aber ich weiß nicht, was ich jetzt. Ja, warte, der erzählt mir die Story. Der erzählt mir das, was passiert. Oh Gott, das Vieh hat sich wieder bewegt. Kannst du mal alles wegfahren? There once was a castle filled with life. Okay. Was war jetzt das Castle? Wahrscheinlich der Torbogen, oder? Der war auf der mittleren Schiene. Das hier, ne? Müsste es sein. Nein, das ist der Mann! Oh, das Typ, das Vieh freakt mich so aus. Das hier? Ja, das hier. So. Und wahrscheinlich jetzt die Leute auf der letzten Schiene hinterher. The castle filled with life. Gut, ich muss nur rausfinden, was hier was ist. Also die beiden sind rechts, dann sind die hier unten links. 1, 2, 3. Moment, das dritte. Das müssten die Leute hier sein, ne? Die kommen jetzt raus. Ja. Alles klar. There once was a castle. Oh Gott, der kam näher. Der sagt mir immer noch nur, der once was a castle filled with life. Jetzt sagt er das laut. Der hat sich hingesetzt, der sitzt jetzt in der Zuschauerbank, der Typ. Okay, jetzt brauchen wir Szene 2. There lived the king with his wife. Ich weiß nicht, ob du die jetzt hättest wegfahren sollen. Hast du die weggefahren? Die ist... King with his wife. Der lifte King with his wife. Ich weiß aber nicht. Ich sehe nur noch ganz wenig. Ich habe nur noch ganz wenig Sicht gerade. Und das Vieh sitzt vorne in der Zuschauerbank. Okay, ich suche noch den König. Moment. König, Aklai. Moment. Ich glaube, wenn es richtig war, sagt er das hier laut in dem Theater. Genau. Ist gerade nicht hilfreich, weil hier geht nichts. Bewegt sich nichts mehr. Kannst du keinen von den Dingern noch drehen? Drücken? Okay, aber. Nein, ich kann nichts mehr machen hier. Oh Gott, er kommt näher! Okay, er ist auf die Bühne gesprungen. Ja, ich kann hier nichts mehr machen. Ich hab Angst, der macht mir richtig Angst, der Typ. Alter, der ist so creepy, das ist einfach nur schwarz. Oh Gott, da kommt was. Okay, was war's? Die Leute. Ja, das war falsch. Und die hatten im Hintergrund auch Leute auf den aufgemalt, fällt mir gerade auf. Okay, Königin. Ja. König. Nein, das war der Torbo. Ich muss es nicht aufschreiben. Der macht mir so Angst, der hängt da auf der Bühne, ey. Rechts lang, okay. Okay, ja, das war der König. Aber der. So. Der hat's nicht abgespielt. Ich glaube, der Torbogen mit den Leuten hätte draufbleiben sollen. Achso, die sind immer noch da? Naja, der hat ja gesagt, Castle filled with life and there lived the king and his beautiful wife oder irgendwie so. Ist das Castle noch da? Du hast jetzt die Queen weggefahren. Scheiße.
Das Castle und so ist nicht da. Es sind nur noch Queen und King gerade da. Jetzt kommen die Leute. Das zurück. Okay. Oh, es ist kompliziert. Und da kommt das Castle. Oh Gott, der kommt näher. Hat nicht funktioniert. Der sagt das nicht, aber das Vieh kam näher. Oh Gott. Aber sind doch alle auf der Bühne. Ich traue mich gar nicht mehr dahin zu gehen, um mir das anzuhören. Kann ich gehen? Nein, ich kann nicht gehen. Keine Ahnung. Ich muss das wieder zurückziehen. Sind die Leute weg? Du hast gerade die Queen weggefahren. Alle anderen sind noch da. Also Queen und links. Jetzt fahren die Leute weg. Und du warst das Schloss, ne? Das war das Schloss, ja. Auch nicht. Ich habe nur so ein Dürr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 
There once was a castle filled with life. Okay. And there lived a king with his wife. And there lived a king with his wife. Also jetzt Castle. Nee, warte mal, nur King und Wife war das, ne? King und Wife. Ja. Okay, Wife kommt. Nee, das war der King. Ist egal. Und hier muss ich gucken, welcher ist es? Der ganze außen, okay. So. Wife kommt. Szene spielt. Das war falsch. Da fehlt das Castle. Okay. Moment. Castle kommt. Oh Gott, er kam näher. And there lived a king with his wife. All were happy and all was good. All were happy and all was good. Tja, wie soll ich denn das darstellen? Vielleicht einfach alle außer den Kämpfenden, also die Leute hinten, das Castle und Frau und Mann. Kleine Männlein? Nee, das, war die Frau. Nee, das war die Frau. Das sind die Männchen. Das ist der King. Das war richtig. Okay, die bleiben stehen. Until the king killed all he could. Until the king killed all he could. Until the king killed all. Okay, Ich schätze mal den normalen König weg und den neuen König rein. Oh, ich weiß nicht, ob du den Torbogen hättest wegfahren sollen. Welcher war denn der Torbogen? Den du jetzt als letztes weggefahren hast, genau. Und ich glaube, der Typ da hinten geht übrigens nach Zeit, kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Jetzt hast du die Queen weggefahren. Ja, er hat ja alle gekillt, oder? Aber ich dachte erstmal nur den König mit dem Ding rein. Das kann auch sein. So, jetzt habe ich einen Torbogen und einen König. Ja, aber der Torbogen steht nicht richtig, der ist irgendwie ein bisschen schief. Also der ist nicht richtig reingefahren. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt hast du den Torbogen rausgefahren. Und jetzt? Das war's falsch. Ich glaube, du sollst mal die Männchen und die Frau noch reinfahren. Vielleicht. So. Was kommt da rein? Die Frau. Dann kommen jetzt noch die Männchen. Mhm. Ja, war richtig. Oh Gott, der kam schon wieder näher. Ih, die Geräusche. Standing in blood, okay. He proudly said. Standing in blood, he proudly said. Also jetzt wahrscheinlich nur der Torbogen und er. Nee, das ist eher der normale er. Nochmal bitte? Wie hieß das? Standing in blood, he proudly said. Nein, das ist der falsche. Jetzt ist vorne das Blut, jetzt ist vorne rot geworden in der ersten Reihe. So, steht er jetzt im Blutlicht? Ja, aber der zweite steht noch da. Der mit dem Schwert. Okay. Ja. Auch nicht. Auch nicht. Dann fehlt die Frau. Oder du musst vielleicht den Torbogen wegfahren. Was hab ich jetzt weggefahren? Die Männchen hast du kurz rein und wieder rausgefahren. Ja, und nochmal, okay. Das ist kostenlos. Torbogen ist weg? Ja. Jetzt steht nur noch er da im Blut.
Ja, es war richtig. Und der, das, die Tür ist offen. Oh mein Gott. Alter, wie krank! Ach du Scheiße. Okay. Bist du jetzt durch die Trapdoor? Ausgang. Ja, wir haben jetzt hier einen Ausgang und ich stehe hier auf einer... Hey, dreh ich mal um. Hi. Tja. Und jetzt? Ich sag's nur ungerne. Nur einer von uns kann hier raus. Ist das dein Ernstspiel? Hätte man das vielleicht auch anders machen können? Ich glaube nicht. Ach man, warte mal, ich will nur gucken. Wieder. Nein, warte mal, ich will nur gucken. Was? Was war das? Geh weiter. Nein, ich will nicht. Los, geh weiter. Warum bist du eigentlich so klein? Du bist auch so klein. Los, geh weiter. Nein, ich will dich hier nicht alleine lassen. Geh. Nein, das ist voll komisch aus. Dein Walkie-Talkie fliegt vor dir rum. Los, geh. Nein, ich will das nicht. Okay, mach's gut. Tschüss. Errungenschaft Worst freigeschaltet. Why me? As I stepped back into the freezing cold, I wondered. Was there another way? Das glaube ich nämlich auch. Moment, jetzt haben wir uns wieder doppelt. Was this sacrifice necessary? Have we been here before? Das war's. Du, dich im TS muten ist blöd, weil ich höre dich ja nur ganz, ganz leise. So. Oh mein Gott. Okay. Das war also, hier waren wir. Und ich hab's überlebt, Nubia ist tot. Gar nicht, ich sitze da halt in dem Schloss noch drin. Ja, aber irgendwann kommt das, was dich da gerade verfolgt hat, auch durch die Trapdoor. Aber ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten. Weiß ich nicht, man könnte das Ganze jetzt nochmal von einer Seite sehen. Was ist gemein, dass man da nicht beide rauskam? Das finde ich ein bisschen scheiße, weil die ganze Zeit muss man zusammenarbeiten und dann musst du dich entscheiden. Vor allem, das Spiel ist ja eigentlich so, dass du mit Leuten, mit random Leuten online das spielen kannst dann quasi. Und wie ist denn das dann am Ende? Weiß ich, weil jetzt war das so, nein, du gehst. Das ist die Herausforderung dabei. Und am Ende ist es dann, wer als erstes raus ist, hat gewonnen. Also ich habe jetzt ein Achievement, Worst Friend Ever. Das ist großartig. Ich habe bekommen, Why Me?